Hallo und willkommen zu diesem Guide-Video zum Erfolg Alles abgefackelt hier auf guildnews.de. Damit ihr euch den Erfolg verdienen könnt, müsst ihr erstmal das Söldnerlager betreten auf der Höhe der Wegmarke Heidenhalt und dort müsst ihr einen der Söldnertürme zerstören. Ihr seht bei jedem Söldnerturm Kanonenkugeln und irgendwo auch ein kleines Ölfass. Und die Idee dahinter ist, dass man mit dem Öl die Kanonenkugeln entzündet. Und das macht man, indem man eine Ölspur legt. Und zwar von den besagten Kanonenkugeln zum Lavafluss in der Mitte. Und sobald das Öl dann den Lavafluss erreicht, entzündet sich das Öl, logischerweise, und brennt sich dann hoch bis zu den Kanonenkugeln. Und die Kanonenkugeln wiederum explodieren und der Turm ist zerstört. Hier seht ihr das ganze Feuerwerk. Das sieht nicht nur optisch schön aus, sondern bringt euch eben auch die 3 Erfolgspunkte. Und ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Falls ja, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren, besucht guildnews.de und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Bis dahin.